Hallo Leute, und da sind wir auch wieder hier bei Fortnite. Direkt anschließend vom letzten Part. Ihr seht nochmal hier die Statistiken, weil es eben 21 Minuten lang ging, der Part. Dachte ich mache direkt einen Cut, wo wir das Level geschafft haben. Und hab dann hier auch nicht weiter gedrückt, damit ihr seht, was bei rumgekommen ist vielleicht. Und ja, für die Statistiker von euch interessant eventuell. Falls es da welche gibt. So, mal eben was trinken und genießen. Jawoll. Bom, 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 bom. Das macht am meisten Spaß hier. Case opening. Oh, warte. Die Maus war weg. Da ist er doch. Gut, das kennen wir. Brauchen wir nicht mehr. Der hat mich gescannt. Also doch vielleicht wichtig ist, richtig viel Zeug abzubauen noch. Zieht es dann in die Länge, müsste man sagen, ob ich dann zwischendurch die Mission cutten soll. Also, dass die Parts nicht so lang werden oder ob das euch egal ist. Ich mag so extrem lange Videos eigentlich nicht. Nächster, ein Anhänger. Alle sammeln. Wir schlagen zurück. Was wir jetzt noch brauchen, ist die leiseste Ahnung, was hier vor sich geht. Ja. Glücklicherweise habe ich jemanden an der Hand, der helfen könnte. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Der könnte völlig verrückt sein. Aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wo sind wir eigentlich jetzt? Könnten wir uns jetzt hier so ein Event... Ja, oder? Nein, ich muss wirklich erst... ach so, die Heimatbasis... 3, das heißt, ja genau, das muss ich hier erst abschließen, bis ich dann hier Event starten kann. So, Moment, Beute, Piata, haben wir natürlich wieder dabei. So, Fertigkeitenbaum, Fertigkeitenbaum, wo kann ich denn jetzt hier, hallo? Zeigt er mir an, wo ich jetzt hier hochleveln kann oder was? 2 Punkte. Aber die sind noch nicht für hier. Irgendwas war da, Moment. 1 von 74. Den habe ich ja schon. Ach, ja logisch. Eigentlich, Danger, greif dir mal den Kopf, du Honk. Oh, was ist das denn? Achso, ich, nee, das, ach, die Wandpfeile waren das. Ja. Weißt du, ich suche hier hinten, dabei ist es klar, dass es nur der Reihe nach gehen kann. Kann man direkt den nächsten einlösen? Juhu! Komm, öffnen. Ein ungewöhnlicher Überlebender. Und noch ein Punkt. Ach so. Und wie klein die Symbole sind, ne? So, alles klar. Forschen. Oh, in welche Richtung gehen wir denn? Ich glaube, die Standhaftigkeit... Was bedeutet das alle? Ah, das sind jetzt... Das sind meine Fähigkeiten, ne? Ich denke mal eher... Ich kam noch nicht so in Bedrängnis, deswegen gehe ich mal auf Angriffsschaden... Wo stehen denn hier die Punkte eigentlich? Hier unten, ne? Brauchen alle 10. So, das reicht. Waffenlager. Alle Überlebenden. Rucksack. Oh. Warte mal. Das ist doch gut. Was habe ich denn überhaupt noch? Das Schwert dabei? Ich weiß auch nicht. Das ist doch schon mal perfekt. Hier vorne wäre gut irgendwie. Was haben wir noch? Ein Sturmgewehr. Raketenwerfer ist eigentlich auch nicht schlecht. Kann ich das... Wie kann ich das herstellen? Da fehlen mir halt noch Sachen dafür, ne? Da nehme ich dann auch geile Teile dabei. Was haben wir hier noch? Oh. Ach so, nee, habe ich ja gar nicht dabei. So.
Ha, hier ging das. Ah ne, da kann ich Sachen zerstören. Da kommt dann Zeug bei raus. Was will ich denn damit? Speck. Schrauben und Muttern. Roherz. Ja, komm. Ich glaube mal, diese Standardsachen können wir alle schon mal verarbeiten. Nein, Moment. Jetzt habe ich gerade Scheiße gemacht, ne? Ah, das kann ich ja behalten. Das muss ich ja doch auch behalten. Das kann ich ja das nächste Mal wieder mit benutzen. So, was nehmen wir denn jetzt hier für eine Waffe? Moment. Packen wir alle raus. Kann ich die jetzt reparieren? Nehmen wir hier die Pistole jetzt noch mit. So. Ressourcen. Mehr? Aha. Wow. Wen nehme ich denn mit? Oh, ein Medi-Arbeiter-Slot. Das war eine Aufgabe. Mir kam zu Ohren, dass ihr dringend einen Sturmanalysten sucht. Tja. Ja, kann gut sein, ne? Ich habe übrigens die Lightshow gesehen, die du neulich veranstaltet hast. Ordentliches Feuerwerk. Was ist denn das überhaupt für eine da? Tatsächlich. Sie selbst. Weil das ist ja eigentlich ein Medic. Wenn ich jetzt vom Symbol mal ausgehe. Nein, die doch nicht. Hä? Ach so, die. Hä? Das, die Symbole ändern sich ja irgendwie hier unten. Keine Ahnung. Anführer passend. Na komm, wir nehmen den einfach mal und wir werden ja sehen, ob das richtig ist. Ich glaube mal so nicht. Ach so, da sehe ich, wo die gerade zugeordnet sind. Ich verstehe. Aber was sehe ich denn, was das eigentlich für welche sind? Von, also ob das eher Death oder Attack ist. Ha, egal. Das lerne ich auch noch. Und ihr helft mir dabei. So der Fortnite-Noob. Habe ich doch gesagt, Leute. Deswegen kam auch nie was. Reiter auf dem Blitz. Moment, habe ich meine privat? Genau, privat. Ich möchte immer noch allein spielen. Ach so, hier waren wir jetzt. Jetzt geht's darüber. Helden. Können wir denn da noch was machen? Ne, die wollte ich weiterhin behalten. Ausrüstung. Ja. Levelaufstieg, ich mach's mal. Ich weiß nicht, wie gut ich mit den Teilen hier haushalten muss. Ey Leute, ich brauche Tipps von euch und das lassen wir jetzt auch mal. Wir gehen direkt ins Spiel. Moment. Achso, die habe ich ja bekommen, ne? Das automatische Scharfschützengewehr. Was gibt's hier? Ein Heilpad. Oh, das ist cool. So, Spiele. Spiele, Spiele, viele Spiele. Haben wir nicht. Starten. Also es bockt ja schon. Das Ganze allerdings, es ist so viel, an was man hier wahrscheinlich denken muss.
Also Lars finden, Lars helfen und dann wieder befestigen und verteidigen. Sturm liefern. Erst wahrscheinlich beschützen, nehme ich an. Bis der Bus breit ist. Was die Karre da? Ja, jeden Tag Mission spielen, das macht hier doch richtig Bock. Jeden Tag eine, jeden Tag ein Part. Nein, ich denke mal, so aller zwei Tage werde ich es erstmal handhaben. Wir finden dich. Also, was haben deine Forschungen ergeben? Nur Störgeräusche. Das sind einfach zu viele Interferenzen. Wem sagst du das? Alles bis 3000 Gigahertz. Das totale Chaos. Ganz genau. Und von UHF fange ich gar nicht erst an. Oh, die Ultrahochfrequenzen drehen durch. Da fragt man welche sich, Richtung ist denn der Typ? Die Ionosphäre? Oh mein Gott. Ich habe genau das Gleiche gesagt. Sieh an. Hätte nicht gedacht, dass wir so ein gutes Team sind. Aber mach die einfach an, die Teile. Es dreht sich mehr um mich und den Kommandanten. Nimm's nicht persönlich. Oh, was hat die denn mit dem? So war's schon immer. Der Kommandant und Ray, Seite an Seite, retten die Welt. Jawohl. Roboter, ich hab's kapiert. Aber du kriegst dich wieder, oder? Ja, da ist doch bestimmt was Cooles drin. Ein Rucksack. Haha, ja, genau. Mehr hier? Ah, da. So, das kann ich mir bestimmt gut abholzen hier. Hallo, so. Habe ich schon eine Richtung? Ist sie unten drunter oder was? Warte mal. Hey! Ratsch! Durchsuch den Müll! So, nee, das war nicht da unten. Wir gucken mal weiter. Was geben die Teile eigentlich? Oh, ich habe ihn gehört. Ich höre dich. Hilfe. Übelster Atzenoschi. Wumm. Mammutbaum weg. Die sind. Gibt aber nicht mehr, oder? Immer anmachen die Teile. Voll der Klugscheißer, ey. Na, Müll. Warte mal, hier irgendwo habe ich den. Ah, da unten ist sein Bus. Ich würde sagen, wir holzen jetzt erstmal noch so ein bisschen ab. Ein bisschen Steine und ein bisschen Holz. Denk mal, Eisen können wir uns noch sparen. Dann machen wir dann gleich einen Cut. Dann geht's dann weiter in zwei Tagen. Auch, also ich kann nicht eine ganze Mission durchzocken. Der Part wird einfach zu lang. Ich denke mal, also wenn ihr wollt, kann ich es gern machen. Aber ich glaube, ihr wollt es nicht. Einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ich bei 15 Minuten immer einen Cut mache, so in der Drehe, oder ob ich voll durchzocken soll. Boah, ich denke so ab 1000 Holz. Oh nein, da sind sie ja schon. Das ist ein hochmodernes, mobiles Sturmanalyselabor. Und gleichzeitig ein Bus. Ja, kann beides sein. Kannst du mir eine bessere Antenne besorgen? Ich komme nicht in den Sturm hinein, wenn die Höhlen die ganze Zeit meinen Bus belagern. Also
also gut, Lars. Wir haben eine Idee. Ich habe den Bus-Antriebsapparat vorbereitet. Setz ihn ein, sobald du bereit bist, Kommandant. Bounce. So, jetzt haben wir... War immer noch nicht genug. 1000 will ich haben. Ja, komm, jetzt geht's aber. Nachdem müssten wir... Ah, immer noch nicht. Und der noch. Reiter auf dem Blitz. Du spinnst doch. Ah, da oben. Es wird stürmisch. Oh, guck mal, die Teile. Die nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Hallo. Danke. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir machen erstmal kurz einen Cut, eine Pause. Also, ja, ich mache keine, aber ihr. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Dankeschön.